labacher.posteros.com. Batsche erschauen. Danke sehr. Nein, bei weitem nicht. Das fängt an bei Begrifflichkeiten. Also es ist, ich habe das bei meinen Eltern festgestellt, allein dadurch, dass man schon bestimmte Begriffe nicht weiß, kann man sich dort nur schlecht zurechtfinden. Geht dann natürlich weiter, wenn man andere Einschränkungen hat, bezüglich, wenn man jetzt schlecht sieht oder so. Oder auch sich mit der Bedienung grundsätzlich von Computern eher schwer tut, ist es bei Social Media Sachen meistens sehr schwierig, weil sie doch sehr komplex aufgebaut sind und sehr viele Funktionen haben, wo ich glaube, dass es schwierig ist, sie dann komplett zu bedienen. Allerdings würde ich auch sagen, man kann einige Sachen auch umgehen, indem man es halt anders macht. Also zum Beispiel, wenn ich bloggen will, da würde ich jetzt vielleicht als Posteros als Beispiel nehmen, wo ich halt per E-Mail bloggen kann, glaube ich zumindest für die meisten Personen einfach ist. Also ich kann jetzt auch meiner Mutter sagen, schick einfach an die Adresse E-Mail und damit bloggst du. Und das ist dann halt von verschiedenen Sachen einfacher, weil E-Mail-Programm geht jetzt mal davon aus, dass ich mich eher damit auskenne. Und dadurch, ja, ist das feiner. Nein, meiner Meinung nach nicht, weil die Grundvoraussetzungen, um Social Media zu nutzen, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich glaube nicht einmal, dass Social Media für alle gleich empfunden werden. Und deshalb glaube ich auch nicht, also jetzt, auch wenn keine Einschränkungen vorhanden sind, glaube ich trotzdem nicht, dass jeder das gleich nutzen kann, weil einfach die Grundvoraussetzungen komplett unterschiedlicher sind. Nein. Meistens nicht. Ja. Na. Von den Möglichkeiten her, ja. Von den Zugangsmöglichkeiten her, ja. Nein. Also vieles nicht, vieles technisch nicht, wobei ich sagen muss, viele Leute wissen noch gar nicht, wie es funktioniert. Und das andere ist, dass sich eigentlich bis vor kurzer Zeit viele der Menschen, die sich mit Web Accessibility auseinandergesetzt haben, noch nicht wirklich Web 2.0 waren. Das heißt, das wandert erst, sage ich mal, die Szene, die Web Accessibility Szene wandert erst so langsam in die Social Media Szene und ich denke mir, da wäre ein Austausch sehr, sehr wichtig, um zu sparen. Besser und spannend finde ich es einfach, dass heute auch ein paar Leute da sind, die sich mit Web Accessibility beschäftigen, die einerseits vielleicht wahrscheinlich viel von den Web 2.0 Leuten oder Social Media Leuten lernen können und andersrum, sage ich mal, auch die Leute auch viel, sage ich mal, von Accessibility Leuten lernen können und denke mal, da muss noch viel Austausch passieren, dann kann es vielleicht einmal so sagen, auch dahin gehen, dass Social Media viel barrierefreier wird. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich mir das Ganze anschaue, was da mit JavaScript und so weiter gemacht wird, glaube ich nicht, dass es barrierefrei ist. Also von Grund aus einmal würde ich nicht sagen, weil ich bin auch Webdesigner und die Barriere, Webseiten barrierefrei zu machen, erfordert immer extra Aufwand und ist viele Standardsoftware gehen zwar ein bisschen in die Richtung, aber man muss sehr viel Zeit auch investieren. Was wir bei Webterminen jetzt gemacht haben, haben wir versucht, das ein bisschen zu optimieren mit Hilfe von ein paar zusätzlichen Entwicklern. Das ist eine Herausforderung und das ist sicher nicht Standard. Also dazu ist zu wenig präsent das Thema noch. Zum Teil schon, zum Teil nicht, vielleicht eher größtenteils nicht. Ich denke mal, irgendwie vieles davon wahrscheinlich schon, weil es halt irgendwie möglich ist, dass es irgendwie Schnittstellen und HPIs gibt, wo es zumindest möglich ist, Dinge irgendwie über einen Standard abzuwickeln. Webseiten waren so, jeder macht sie, wie man sie will, aber für alles andere und gerade für viel Social Media Zeug wäre es zumindest möglich, dass man Apps oder zumindest Webseiten hat, die irgendwie den Content, der doch in einer strukturierten Form da ist, barrierefrei aufbereitet. Also ich denke mir, eher noch als das klassische Web. Das kann man fast nicht vorstellen. Mit Sicherheit nicht, nein. Puh, schwierige Frage. Barrierefrei sind sie wahrscheinlich in vielen Bereichen nicht, aber ich glaube schon, dass sie einer Demokratisierung der Nutzung beitragen und das auch beitragen dazu, dass viel mehr Leute die Möglichkeit haben, darüber zu kommunizieren. Und aber Barrierefreiheit ist halt schwierig zu definieren, weil es immer so auf die Anforderungen sich verschieden sind, ja. Und
Ich glaube, ich weiß gar nicht, es gibt sicherlich auch Netze, die barrierefreier sind für eine Zielgruppe und Netze, die weniger barrierefrei sind. Ich weiß auch nicht, wie barrierefrei Facebook ist, habe ich mich noch nie damit beschäftigt, ja, muss ich ehrlich sagen. Na, also barrierefrei würde ich nicht sagen, weil barrierefreies Webdesign oder barrierefreie Internetnutzung ist gerade in Österreich immer noch ein bisschen im Hintertreffen. Also ich glaube, da ist das Bewusstsein einfach nur nicht so stark, dass das wirklich konsequent durchgezogen wird. Ich nehme an, nein. Weil viele super Features haben und so weiter, die sich nur über Dinge machen lassen, die wahrscheinlich ein Reader dann nicht wirklich gut erkennt. Das kann ich schwer beurteilen. Also ich glaube, dass es da bessere Leute gibt, das zu beurteilen. Ich hoffe sehr, aber ich bin Gott sei Dank nicht darauf angewiesen, dass sie barrierefrei sind, zum Glück. Ich hoffe aber, dass sie sind, weil es sollen ja niemand ausgeschlossen werden daraus. Ja. Jetzt, das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob sie, weil ich nicht weiß, ob es nach diesen Codes geht oder ob sie so irgendwie gestaltet worden sind, weil ich habe das Privileg, dass ich das nicht brauche. Deswegen habe ich es nicht nachvollzogen, ob es irgendwie barrierefrei sind, schon bereits gestaltet sind. Ich denke mir, wenn sie wie andere Webseiten funktionieren, zum Beispiel jetzt Twitter, die Webseite an sich, oder Facebook, wenn es da eine abgespeckte Version gibt, die barrierefrei beinhaltet oder barrierefreie Sachen beinhaltet, dann nachher schon. Aber wenn es das nicht gibt, was ich nicht weiß, dann nicht. Ich glaube nicht. Da muss noch viel getan werden. Genauso wie bei mir. Auf meiner Seite sind viele Sachen nicht barrierefrei. Leider noch nicht. Es ist aber ein langer Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und man muss sensibilisiert werden, dass man überhaupt daran denkt und daran arbeitet. Nein, noch nicht. Also ich finde, was die Barrierefreiheit betrifft, es besteht vor allem in Österreich auch noch relativ viel Nachholbedarf, vor allem auch auf der privaten Seite, weil öffentliche Institutionen, die haben natürlich auch die Gelder und so weiter. Nur es sollte auch bei den Privaten grundsätzlich die Ansicht herrschen, dass man nicht nur quasi auf billig und große Reichweite, sondern dass man eigentlich, egal ob Mann, Frau, also praktisch blind oder taub oder sonstige Personen, eigentlich alle gleich mit einbeziehen sollte, so wie es auch quasi auf die U-Bahnhöfe oder sowas mit den Strichen für die Blinden und so weiter passiert. Und dementsprechend gehört da ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein. Nein, glaube ich nicht.